Hallo und herzlich willkommen bei Elegant Kochen. Heute möchte ich euch wieder einen neuen Quick-Tipp geben und diesmal geht es um Teigreste im Mixtopf. Wer kennt es nicht? Man hat einen Teig im Thermomix zubereitet und dann bekommt man eben nicht den Teig vollständig aus dem Mixtopf. Natürlich könnt ihr es erstmal mit dem Spatel versuchen und eben schon mal grobe Teigstücke noch entfernen, aber dann werdet ihr wahrscheinlich an eure Grenzen stoßen. Beim klebrigen Teig ist das meistens zumindest so. Setzt den Mixtopf einfach nochmal in den Thermomix ein und bedient für ein, zwei Sekunden die Turbo-Taste, dann werden nämlich die Teigreste an den Mixtopfrand geschleudert und ihr könnt diese wieder mit dem Spatel entnehmen. Falls der Teig immer noch zu sehr klebt und ihr noch nicht so viel rausbekommen habt, gebt einfach noch mal ein bisschen Mehl in den Mixtopf und bedient noch mal die Turbo-Taste, dann werdet ihr sehen, bekommt ihr noch mal wesentlich mehr Teig raus, als wenn ihr es nur die ganze Zeit mit dem Spatel versucht. Ich hoffe, der Tipp war für euch hilfreich und ihr kanntet ihn noch nicht. Gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, wenn der Tipp für euch gut war. Und wenn ihr beim nächsten Mal Teig macht, könnt ihr daran denken und den Tipp direkt mal umsetzen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!